Servus zum 14. Teil unseres Traincast Tutorials. Heute geht's mal im Hintergrund weiter, und zwar mit den Permissions und mit der Config. Kleiner Hinweis nochmal an alle, die jetzt sagen, ja, juhu, ich gebe euch die richtige Einstellung. Nein, tue ich nicht. Ich gehe mit euch bei der Config nochmal durch, was ungefähr was macht. Bei den Permissions gebe ich euch nochmal die Warnung direkt vorweg. Seid vorsichtig mit den Einstellungen, die ihr ändert. Es kann sein, dass dadurch einige Sachen nicht mehr funktionieren, die ihr wollt. Weil es an der verkehrten Stelle geändert habt. Also Vorsicht. Aber bevor wir jetzt damit anfangen, nur mal einen kurzen Rückschritt. Beim letzten Mal habe ich euch was vergessen zu erwähnen. Und zwar beim Sound. Ich habe zweimal das gleiche Schild hier aufgebaut. Beim einen Mal Thermos. Beim zweiten Mal nicht. Wenn wir allerdings mit dem Zug drüber fahren. Thermos. Schauen wir wieder. Ah, stimmt ja. Was ist das Ganze? Wie funktioniert das? Und zwar habe ich hier einfach das kleine Wörtchen in vergessen. Hier ist der Sound allgemein. Und hier wird der Sound nur für die Leute im Kart abgespielt. Natürlich könnt ihr auch sagen, dass das Ganze nur auf dem Kart funktioniert. Das heißt, es wird jedem das Einzelne abgespielt. Bei einem allgemeinen Sound ist das Ganze nicht so hilfreich. Bei speziellem Soundgeräusch, wo ihr zum Beispiel in den Tunnel reinfahrt, macht es keinen Sinn, es am ersten Kart abzuspielen. Wenn es schon halb im Tunnel durch ist und das letzte Kart ist noch draußen. Einfach so in die Richtung. Da soll es aber wirklich dann an der Stelle sein, wo es ist. Und so weiter. Das sind halt die Einstellungen. Aber jetzt gehen wir dann zu, als erstes zu den, ja, gehen wir erstmal zu den OPs, zu den Permissions. Also, bis gleich. So, dann kommen wir jetzt zum ersten. Und zwar sind es die Permissions Defaults und YML auf dem Server. Ich habe sie mir schon mal angezeigt. Der Grundaufbau ist eigentlich recht simpel. Wie ihr seht, wir haben vorne ein Train, ansonsten ist alles weg. Das gilt für alle Züge. Auch für Cards in dem Fall, ist klar. Dann die Frage ist, ob Command möglich ist oder nicht. Das Ganze ist recht lang. Wie ihr seht, das Ganze geht bis hier runter, bis zum Bild. Das sind alles Möglichkeiten mit Commands und teilweise mit Untercommands. Dann haben wir die Build-Sachen, ob die ein OP bauen darf. Oder normal, oder ob jemand anders bauen darf, sehen wir gleich nochmal. Die Spawner, wer die bauen darf. Ob Minecarts und Traincarts gebaut werden dürfen. Wer das machen darf. Ob ein Break da ist, ob die Properties da sind, wer die machen darf. Wer die Property sonst noch darf. Teilweise wiederholt sich das Ganze hier. Aber der Grundaufbau ist immer dasselbe. Ihr schaut nach, was es ist, was ihr ändern wollt. Das heißt, wir wollen aktuellen Command ändern. Und dann wollen wir sagen, okay, der hat die Rechte oder der hat sie nicht. Dass die globalen Properties jemand ändert, sollte eigentlich nur ein OP machen. Dass man die Properties so ändert, das heißt Geschwindigkeitsänderungen und so weiter. Das sollte eigentlich eher ein OP machen. Hier unten dran Set Tags. Warum ein Spieler ein Tag ändern will oder Namen ändern will bei dem Card. Über Befehle ist immer noch zweitrangig. Auf jeden Fall muss er eigentlich erstmal Owner vom Card sein und so weiter. Aber wie gesagt, Grundaufbau ist, also wo das dann steht, also Command oder halt weiter unten ein Bild. Und dann kommt drauf an, was er machen darf, hier eine Station. Oder hier oben Target Near oder Gravity, wer was ändern darf. Dann unter Default, also wer standardmäßig das ändern darf, sagt halt jeder OP. Hier oben ist True, also jeder. OP ist einfach nur derjenige mit Rechten. Das ist nicht so der OP, den man sonst kennt, aber
und dann die Beschreibung unten drunter. Hier heißt es, der Spieler kann einfach Train Spawner erzeugen. Hier waren es Train Stations, Destinations, das sind alles für OPs gedacht, dass sie die machen, die Schilder erzeugen können. Deswegen hier Bild. Dass hier Automatik-Spawner gebaut werden dürfen. Wieder was anderes. Das Schild oben kann keiner erzeugen. Aber da kann man hier nochmal einstellen. Du brauchst dafür, um dieses Schild zu haben, nochmal spezielle Rechte. Wo ist es gedacht? Das heißt, hier oben haben wir den Spawner eingestellt. Standardtechnisch, dass es nur ein OP bauen darf, das Schild. Und hier unten würde man jetzt denken, okay, es darf jeder bauen, die Spawner. Ist nicht der Fall. Wir haben oben OP eingestellt. Aber hier kann man nochmal einstellen, um einen TNT zu bauen, brauchst du nochmal Spezialrecht. Das heißt nochmal OP. Und das war's. Also müsst durchgehen, ob da irgendwas Überschneidungen sind und so weiter und so fort. Empfehlung ist von meiner Seite aus, dass ihr bei den Commands schaut, ob das passt oder nicht. Weil das ist einmal die längste Liste und die sich auch nicht wiederholt in der Richtung. Ob die Leute wirklich sagen dürfen, dass sie einen Zug renamen dürfen. Das heißt, ich ändere den Zugnamen von Train 5 auf Zollgrim. Das ist ja okay. Aber wenn ich jetzt hier habe einen Zugnamen, den ich wirklich speziell brauche, zum Beispiel eine U2 als Namen, U2 unterstrichen, das ist ja umnennen auf Zollgrim, dass dann irgendwas Sachen nicht mehr funktionieren. Das ist dann wieder so, muss das sein. Oder die Geschwindigkeiten ändern. Aber wir haben hier auch irgendwo noch die in Reboot. Wow. Das ist klar, dass es ein OP machen darf. Dass aber Properties darüber ändern darf, wo es sein Eigentum ist am Zug. Da ist es schon wieder so, muss dies sein. Das ist so Eingriff in den Hintergrund. Weil ob ich jetzt hier sage, okay, ich brauche für eine Strecke dann auf einmal Power Rails oder nicht, weil auf einmal die Gravitation wirkt. Das heißt Schienenwiderstand und Erdanziehungskraft. Oder ob ich hier die Geschwindigkeit einfach mal auf 5 Uhr erhöhen kann für einen Zug. Es sind Sachen, die, naja, nicht so ganz sinnvoll sind. Aber wie gesagt, geht da in Ruhe durch und besagt sich vor, die Grundeinstellungen passen. Wenn ihr was ändern wollt, mit Vorsicht zu genießen. So, dann gehen wir jetzt an einem kurzen Schnitt einmal weiter zu der Config. So, der Schnitt ist vorbei und wir haben die Config hier. Wie ihr seht, haben wir auch nochmal die Wikipedia. Moment, wo war es wieder? Spiegel-Seite und die Gamepedia, also die Wiki eigentlich hinterlegt. Das ist allerdings die alte Seite. Jetzt gehen wir einmal hier auch ein bisschen genauer drauf ein. Wird auch wieder ein bisschen länger. Aber ist okay. Resource Pack. Falls ihr irgendwas gemacht habt oder machen wollt, es gibt ein kleines Resource Pack für Train Cards, für die 1.12 im Minute. Das könnte man damit noch extra einbinden, sagen, okay, da liegt es bei euch auf dem Server oder woanders. Das kann man damit einbinden mit der entsprechenden Download-URL, dass das auch den Leuten bereitgestellt wird. Ihr könnt auch sagen, soll das server-eigene Properties, also die server-eigene verwendet werden. Oder über Default oder macht es hier leer, dann wird keins für Train Cards direkt verwendet. Last Server ist vollkommen in Ordnung. Dann kommen wir zum ersten, und zwar die Linking Between Cards. Das heißt, wir wollen ja Züge erstellen mit Train Cards und nicht nur Einzelcards umschicken. Was passiert jetzt, wenn sich zwei Cards nähern, ab einer Distanz von 0, also zwischen, ich erkläre es richtig, die Distanz bei einem Zug zwischen zwei Cards ist 0,5 Blöcke und ein Zug hat ungefähr einen Block Breite. Ja, ich weiß, das Aussehen her ist größer. Aber das sind ungefähr die Standardwerte. Das ist ein Standardwert 0,5.
Es sieht noch gut aus, es ist nicht zu weit auseinander. Es passt von daher. Wenn ihr es näher zusammenschieben wollt, macht die Zahl kleiner, sollen die Abstände zwischen Cards größer, macht es größer. Der maximale Abstand zwischen zwei Cards ist 2,5, also 2,5 Blöcke. Wenn ihr den größer macht, dann ist ein bisschen Abstand zwischen den Cards möglich. Wenn ihr den kleiner macht, ist wenig Abstand. Wenn dieser Abstand überschritten wird von zwei Cards, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, verliert der Zug seine Kupplung. Also reißt auseinander an der Stelle dann. Dann haben wir hier den Faktor, mit dem die Züge die richtige Entfernung, also auf die 0,5 gehen. Ein Forcer von 0,1. Es dauert etwas, bis Züge ihre normal, also wenn es zack, 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 zack hintereinander baut, dauert das Ganze ein bisschen, bis das Ganze kommt. Bis der Abstand zwischendrin ist. Das ist mit dieser Einstellung zu ändern. Wenn ihr wollt, dass ihr es einfach hingestellt habt und dass dann die Züge auseinanderfahren, dann ändert das hier auf einen Wert von 0,01 oder 0,1 oder was. Dann macht das Ganze auch im Stillstand, fahren sie auseinander. Dann haben wir diese Einstellung. Break Combine Cards. Es ist die Standardeinstellung des Falls hier drin. Das seht ihr selbst. Ich habe nichts an den Teilen geändert bisher. Die Einstellung sagt einfach nur, ob die Powered oder Storage Cards oder Hopper Cards sich in zwei Teile auflösen oder nachher ein Item sind. Das heißt, lösen wir aus dem Card wieder den Ofen, die Kiste und so weiter raus oder nicht, wenn sie zerstört wird. Dann haben wir hier Powered Mine Cards, dass die einen kleinen Boost erhalten von 0,1. Power Rail Boost ist 0,06, auch Standardwert. Wenn es ein bisschen schneller sein soll, könnt ihr erhöhen, langsamer, ein bisschen verlangsamen, kleiner stellen. Lasst es. Standardwerte sind in dem Fall okay. Den Maximum Speed, den man einstellen kann, sind 5 Blöcke. Ich habe ja gesagt, 5 ist das Maximum. Hier könnt ihr es erhöhen. Aber nochmal der Hinweis: Ihr fahrt, wenn ihr auf 5 stellt, mit einer Geschwindigkeit von 360 km/h. Erhöht ihr das auf 10, fahrt ihr mit 720 km/h. Vergesst das nicht. Empfehlung: Lasst es auf 5. Ihr könnt es aber auch reduzieren. Das ist auch ohne Bedenken möglich. Aber für alle anderen lasst die 5. Dann haben wir einen Slowdown Multiplier. Das ist Standardwert 0,097, wie die Abbremsverhalten ist über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, das Card verliert pro, wenn ihr den auf 1, wenn ich mich nicht irre, wenn ihr den auf 1 setzt, den Slowdown Multiplier, ändert sich nichts. Bei 99,997 verliert es 3 Promille von der Geschwindigkeit pro Block. Hier ist es ein bisschen mehr, das sind 4%. Dann geht er schneller runter als Slow. Normal ist die normale Download-Geschwindigkeit, die auch Minecraft hat. Die maximale Enter Distance, das heißt, das, was man auf dem Schild eingetragen kann, ist 50. 50er Reichweite. Ist schon hart. Die maximale Entfernung, die man auf jemanden wegschicken kann, sind 10 Blöcke. Der maximale Force sind 10, das heißt 10 Blöcke pro Tick Quadrat. Also Meter pro Sekunde Quadrat wäre dann die Alternative. Wenn man dann mal das Ganze von Tick Quadrat auf Sekunde Quadrat umrechnen will. Ich mache es jetzt nicht. Also wie gesagt, wir arbeiten hier mit Tick pro, nee, Block pro Tick zum Quadrat. Dann haben wir die nächste Einstellung, ob alle Cards zerstört werden beim Runterfahren vom Server, beim Hochfahren vom Server, beziehungsweise
Genauer gesagt, wenn das Plugin startet oder geschlossen wird in Cards. Lasst es auf False, außer ihr habt standardmäßig Probleme, dann setzt es auf True. Könnt ihr natürlich dann aber auch wieder Probleme machen mit der Strecke, die ihr dann habt. Dann haben wir es Collision-Regeln, ein paar kleine. Wenn ein Card sich mit Entities trifft, was passiert dann? Beim Owner soll es nicht ignoriert werden. Der globalen Owner, wie zum Beispiel der Admin, wird auch nicht ignoriert. Und die Force-Geschwindigkeit zum Wegpushen ist 0.2. Die Einstellungen. Dann können wir einstellen, ob alle Züge, die gesetzt werden, ob von dir als Owner, als OP, ich weiß jetzt nicht, was du genau bist, oder von einem Techniker, der sich mit Train Cards auskennt. Dass das nur Train Cards sind oder auch von jedem beliebigen Spieler und auch Gast auf dem Server. Dass das Train Cards sind. Hat Vorteile, hat Nachteile. Überlegt es euch gut. Dann trifft nämlich, wenn ihr das auf jeden einstellt, trifft auf einmal die Default Train Properties, die Default-Regelungen wieder zum Tragen, wo ihr wieder einige Sachen einstellen müsst oder nicht. Dann Used Coal from Storage Cards, steht auch hier oben dran. Powered Mine Cards brauchen ja hin und wieder mal Kohle. Und wenn ihr das hier auf True stellt, dann wird es aus dem Chest hinten rausgenommen, direkt am Powered Card ist. So wie Lok, Tender und danach kommen erst die Passagierwagen. In der Richtung. Dann kann man einstellen, dass die Spieler, die ein Minecart setzen, automatisch Owner werden oder nicht beim Setzen. Ist hiermit. Dann haben wir die Launch-Funktion nochmal eine kleine Einstellung und zwar, wie sie funktioniert. Standardmäßig ist BC eingestellt. Das heißt, die Kurve, die geht am langsamen Anfang, hat eine starke, dann geht es wieder langsam hier oben weiter, läuft aus. Das ist im Endeffekt das hier. Oder ihr habt die Lineare, die geht dann einmal diagonal von unten nach oben, wie der Launch funktionieren soll. Dann haben wir eine Einstellung, die für euch zum Beispiel für automatische U-Bahnen wichtig sind, dass die Chunks auch geladen sind, wenn das Card sich nicht bewegt. Weil wenn man das jetzt hier einstellt auf True, keep Chunks loaded only when moving, das heißt, die Chunks werden entladen. Weil das Card aber gerade an der Station steht, ist es etwas blöd. Dann haben wir Enable Cancel Collision. Probleme, wenn man gegen Block trifft. Lest durch nochmal. Habe ich bisher nie was dran geändert. Die Network Synchronizer. Ist auch okay. Bei Problemen sollte man was ändern. Disabled. Habe ich bisher nie machen müssen. Dann haben wir die Tick-Time, dass sie für Animation gezählt wird oder nicht. Aktuell auf False. Wenn es braucht, kann es ändern. Dann haben wir den Attachment-Editor. Beim nächsten Mal oder übernächsten Mal kommen wir dazu, dass man das enabled, dass man dann sneakt, kann man hier einstellen. Funktioniert. Dann haben wir ein Autosave-Intervall, solltet ihr auch nicht unbedingt ändern. Dass man neu gesavte Trains auf sich eigen setzt, ist eigentlich klar. Ist aktuell so, wenn man sagt, kann es auch sagen, okay, man macht das Ganze hier auf Disclaim, dass man es nicht claimt den Zug, sondern einfach nur überschreibt. Kommen aber auch später dazu, weil das Ganze mit Attachment auf einmal sinnvoller wird. Upload, dass man Züge auf dem Pastebin hochlädt.
Also ein Haste-Pin. Ist okay. Kann man machen. Um zu schauen, ob da irgendwo Fehler drin ist. Dass man sich zusammen unterhalten kann. Enable Seed Third Person View, also aktuell false. Wenn ihr es einstellen wollt, macht's. Die maximale Detektorlänge ist es mehr als ausreichend. 2000 Blöcke. 2 Kilometer Streckenlänge. Die maximale Stack Size auf 64. Kann man erhöhen. Vergesst aber eins nicht, wenn ihr das erhöht von 64 auf 10-fache, auf 640 oder auf 512 oder sonst irgendwie was, was in der Reihenfolge dann ist. Ihr braucht nachher auch Platz, um das Zeug wieder loszuwerden. Die maximale Transferradius 5. Ihr kennt euch noch wahrscheinlich das Bild vom 10 Folgen, keine Ahnung, ich weiß es schon gar nicht mehr. Mit dem Kreis, der immer weiter aufgebläht wird. Das ist der Transferradius und den könnt ihr noch vergrößern. Falls die 5 Blöcke nicht langen, aber vergesst eins nicht. Der Radius ist ein kompletter Radius, das heißt, er ist kreisrund am Ende. Mehr oder weniger. Aber 5 Blöcke sind halt jetzt schon verdammt viel. Und wenn ihr jetzt mal 6 hinzugebt, habt ihr 6 Blöcke, die nach rechts gehen, 6 Blöcke, die nach links gehen, 6 Blöcke nach oben und 6 Blöcke nach unten. In dem Bereich wird dann eine Kiste gesucht. Je größer es ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr aus Versehen falsche Kisten trefft. Der Default-Transferradius könnt ihr erhöhen auf 3. Das ist kein Problem. Das ist sogar teilweise recht sinnvoll. Ihr könnt natürlich auch 5 setzen, dann sucht ihr immer noch 5 aus, ihr sagt was anderes. Dass leere Cards verlangsamt werden sollen, könnt ihr hier einstellen, auf True setzen. Nicht immer sinnvoll, vor allem wenn ihr automatische Strecken habt. Dann Furnaces, also die Ofen-Minecards, werden automatisch an der Station aufgefüllt. Beim Launchen von der Station. Okay, wenn man es auf True setzt. Optimize Interaction. Better destroying or entering minecarts made easier to. Lasst es auf True, also. Optimize Block Activation. Das Ganze sind etwas älter, habe ich das Gefühl, die hochgerutscht sind. Instant Creative Destroy ist eigentlich klar, dass man kreativ draufschlagen kann. Weg ist das Card. Kann man auch auf Voll setzen, dann dauert das Ganze ein bisschen länger. Hier haben wir die Sachen, dass man auch über Kopf fahren kann. Wenn du auf Voll setzt, dann funktioniert das Unterdecke fahren nicht mehr. Rail Editing. Ihr habt eine Rail in der Hand, also wenn ihr die Rechte dafür habt, habt eine Rail in der Hand und klickt dann rechts drauf auf die Schiene, dann wird sie dann entsprechend auch gedreht, wenn ihr das wollt. Könnt ihr einstellen mit True oder False. Ist teilweise richtig wichtig. Vor allem, wenn es dann in Weichen geht, die dann in 45 Grad Winkel weglaufen sollen und nicht im 90 Grad Winkel. Dann haben wir den Manual Movement Factor, das ist bei 0.1, das ist auch okay. Wenn ihr Sachen verwenden wollt, könnt ihr hier Dollar gegen Euro wechseln. Auch möglich. Oder halt eure Währung. Crafter Coins. Alles möglich. Netherportal, dass es funktioniert. Collision Re-Enter Delay. Lasst es.
Dann haben wir hier Allowed Block Break Types. Dann können wir hier einstellen, was möglich ist. Dann können wir Activation, dann ich Activate Eject enabled. Es ist klar, dass es aktuell ist, wenn man über den Activator fährt, im Minecart drin hockt, dass man rausgeschmissen wird. Kann man ein- oder ausstellen. Hier kann man die Welten ausstellen, die man nicht haben will für Traincards. Die Transferanimation von Card zum Ofen, Schrägstrich Kiste und wieder zurück, kann man einen ausstellen. Wenn ihr nicht keine guten Ticks habt, macht die auf False. Ihr könnt auch sagen, Crafting required Workbench. Einfach an der Strecke sagen, okay, macht ein Crafting. Dann funktioniert das auch, wenn es auf False setzt. Aktuell braucht es aber. Das Start-Trigger-Format könnt ihr auch ändern. Also das Trigger-Datenformat. Ihr könnt die Stunden weglassen, aber meistens habt ihr keine Stunden, sondern nur Minuten. Und wenn ihr sogar ganz kurz Zeit und entsprechende Informationen wisst, könnt ihr auch, hier stehen es ja drin, könnt ihr sogar auch mit entsprechenden Punkt oder was dann die Millisekunden euch angeben lassen, wenn ihr wollt. Wie das Card noch braucht. Dann haben wir Message Shortcuts. Eigentlich auch recht simpel. Ihr schreibt dann einfach, wie hier unten beim Item Shortcuts, schreibt ihr statt im Message, schreibt einfach Hi, Doppelpunkt, und dann willkommen am Bahnhof. Es ist möglich, habe ich bisher noch nicht verwendet, müssen wir mal schauen. Statements, Shortcuts sind auch recht hilfreich dafür, dass man sagt, okay, ich habe Buch 5, bei Buch 5 Doppelpunkt und dann hat man ein komplettes Statement, was zu diesem Buch 5 alles gehört. Dann haben wir hier die Item Shortcuts. Ihr seht, Fuel, Heatable sind aktuell leer. Dafür hat Armor eine richtig schöne lange Liste bekommen. Schwerter auch. Sind schon bei Netherite angekommen, so ist es nicht. Auch Netherite Helmet. Und wenn ihr jetzt was hinzufügen wollt, habe ich euch auch mal gesagt, dann zwei Leerzeichen dazu. Der war zu viel. Und jetzt schreibt ihr einfach hier mal Crafting. Und jetzt könnt ihr dazu schreiben, was ihr wollt. Zum Beispiel Redstone. Block. Dann Iron Block. Habt ihr aber alles vergessen, könnt ihr noch was dazwischen packen. Und so haben wir den Iron Ingot noch. Und so weiter. Ihr könnt es dann einfach hinzufügen. Ihr könnt, müsst durchschreiben, immer weiter. Selbst wenn ihr hinten an die Zeile ankommt, schreibt einfach weiter. Macht auf der nächsten Zeile, ist alles okay. Wenn ihr jetzt sagt, alles für den Ofen. Oben haben wir schon Heatables, aber ist das auch okay. Und dann sagt ihr hier Potatoes. Oder Potato. Was haben wir noch? Iron Ore. Und so weiter. Also, möglich. Wichtig am Ende ist, wichtig ist zwei Leerzeichen. Zweimal leer. Kein Tab. Hier zwischendrin auch nochmal ein Leerzeichen. Und am Ende kein Semikolon. Die wieder weg. Dann alte Science-Schilder vor 1.7, ob die noch funktionieren oder nicht. In der Zwischenzeit bei uns nicht mehr. Wir haben eben 1.12 erst angefangen mit unserem Server. Und daher interessieren die uns die eh nicht. Dann für die ganzen Mac-User interessant, dass das Ganze auch mit runden Klammern und nicht nur mit eckigen funktioniert. Dieses Tool ist dafür wichtig. Dann haben wir für die Initialisierung. Required all neighbors chunks to be loaded to for Redstone State. Das heißt, wird da geschaut, dass die Nachbarchunks geladen werden und so weiter und so fort. Ist hiermit wichtig. Vor allem, dass die Redstone Circuits
die eventuell für euer Kart wichtig werden, dann auch laufen. Only Power Switches do Pathfinding true. Hier haben wir was ganz Schönes. Wir haben einmal den Only Powered. Das heißt, wir müssen das Schild bepowern, sonst funktioniert es nicht. Ist eigentlich klar. Aber wir haben oben noch was. Dürft ihr nicht vergessen. Wir haben einmal Plus Train. Dann ist es dauerhaft bepowered. Wir können es natürlich auch wieder mit dem Ausrufezeichen oder so lassen und mit Redstone bepowern. Ist ja auch alles möglich. Wir haben aber auch einen Minus Train. Dann funktionierte nur der Hebel. Und die Schienen oben werden nicht berührt. Vergesst das nicht. Dieses Minus-Train ist wichtig in der Zwischenzeit. Vor allem dann für einen Destroyer. Da kann man einfach reinschreiben, okay, wenn du leer bist, dann hebel, bitte heb dich und tu das Kart löschen. Für das Pathfinding macht es auch Empty-Switcher. Nicht Empty-Switcher, sondern leere Switcher, dass die funktionieren. Empfehlung für euch immer, nutzt keine Switcher fürs Pathfinding, sondern nutzt Tags. Switcher nur, wenn sagt, okay, bitte, du musst hier unbedingt rechts abbiegen. Du Card, weil du Storage bist und alles andere fährt Card aus. Verwendet es so. Tags, eigentlich auch klar. Beide Zeile Tag, mit Form und schön Plus Train davor und dann das Ganze, in erster Zeile ist ganz okay. Dann haben wir hier ein Reboot, wenn der Server startet. Automatischer. Kann man einstellen, muss man nicht. Für euch der Hinweis, wenn ihr großen Server habt und den Server eh um 3 Uhr nachts neu starten lasst, weil eh keiner mehr drauf ist, stellt euch den Reboot ein. Macht keinen Unterschied. Es dauert halt eine gewisse Zeit dann wieder, bis alles funktioniert. Wenn ihr aber im Hintergrund noch Techniken laufen habt, ist es wieder so ein zweischneidiges Schwert, also müsst selbst wissen am Ende. Dann haben wir hier Switcher Reset beim ersten Card, beim Counter. Wir können jetzt sagen auf True, das heißt jedes Mal, wenn ein kompletter Zug drauf geht beim Card, Switcher, Card sein, beim Card-Switcher, dass er dann anfängt mit 0, 1, also bei 1, 2, 3, 4, 5 zu zählen. Und nicht bei 6, 7, 8 anfängt. Dann haben wir hier noch Standard-Animations. Kann man erweitern, wenn man weiß wie. Aber External Ticket, Image Pass, ist aktuell hier auf False. Ihr habt Standard Image Path hier. Ihr habt es beim Ticket mal letztes gesehen. Da muss es nachher rein, die Daten und das Ganze okay. Dann haben wir die Sounds, die man einen ausstellen kann. Auch alles in Ordnung. Den Upside Down. Und dann habe ich hier. Ich löse sie selbst. Any Block Supporting underneath. Stimmt. Jeder Block, der über einem ist, außer Luft, funktioniert. Also. Jeder Block, Glasbarriere ist in dem Fall auch mit. Und ansonsten sind es nur Fullblöcke. Und das letzte ist, falls es ein Problem gibt mit eurem Server beim Teleportieren, wo ihr euch nicht ganz sicher seid, eine große Fehlermeldung gibt, updatet erstmal auf die neueste Version. Ansonsten schaut nach, dass hier eine 1 steht, wenn es Probleme gibt. Nur wenn es Probleme gibt. Bei uns war es so, dass die Teleportation von Zügen, die länger als 4 ist, nicht funktioniert hat, weil
Minecraft sagt, okay, ich schicke auf den ersten Thread die Information, auf den zweiten Thread andere Informationen von dem gleichen Zug. Aber die ankommende CPU sagt, ich warte nur auf Informationen von Thread 0 und nicht von Thread 1 und warte und warte und warte und warte. Und dann kam es zu Problemen. Deswegen, wenn es Probleme geben sollte, probiert diesen Wert mal auf 1 zu setzen. So, aber ich glaube, heute bin ich genug durch die Config durch. Das nächste Mal geht es dann wieder weiter mit intern. Mal schauen, was wir da machen. Aber fertig bin ich noch nicht. Wahrscheinlich dann mit den Befehlen, dass wir da durchgehen oder mal schauen. Vielleicht mit einem Animation-Schild noch. Sehen wir alles. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.